Oh, da hätte ich ihn kriegen können. Was soll ich hier denn? Wir werden angegriffen. Wache! Jetzt habe ich ihn. Okay. Das war ja gar nicht so doof, wie es im ersten Moment aussah. Also ich hatte doch Glück im Unglück gehabt. Sage ich mal so. Ach, siehste. Das war ja wieder schlau. Moment mal. Vielleicht sieht er das gar nicht. Dann müsste das ja der Templerschatz sein. Ja. Der Schatz, er ist unser. Ich könnte auch mein restliches Geld langsam ausgeben. Ich habe so viel. So, die Truhe auch noch. Und du bist auch noch drin. Ja, so viel Gold. Na gut. 2.000, 3.000 waren es jetzt. Aber ich nehme nur eine kleine Hand mit. Das ist natürlich blöd, wenn ich nicht alles mitnehme. Schiffbruch ist synchronisiert. Dingstaste drücken, um Geld zu werfen, wenn es ausgewählt ist. Damit kann man was machen. Na, wo kommen wir jetzt raus? Aus welchem Gullideckel? So, wir sind raus und wenn hier schon mal ein Schmied ist, denn... Dann reparieren wir doch mal. Alles reparieren. Und dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Leben. Sehr gerne. Beehrt mich bald wieder. Oh, nein, das wollte ich nicht. Und jetzt machen wir uns auf den Weg, die 500 Meter zu laufen, um die Story weiter voranzubringen. Und wenn ich schon mal hier bin... Oh, das war doof. Okay, gut. So haben wir uns nochmal retten können. Kriegen wir nochmal... Ui, 1000. Es wird alles noch verheizt in dieser Aufnahme. So, dann will ich mich mal weiter auf den Weg machen zum Ausrufezeichen. Und den können wir auch nochmal mitnehmen, wenn er hier... So. Wieder ein bisschen Geld gekriegt. Und jetzt sind es 400 Meter. Ui, was haben wir hier denn? Achso. Das sah nur wie so ein besonderer Eingang aus zu irgendwas Großem. Ich will ja hier auch keine Wachen rammen. Nachher kriege ich wieder Schläge. 350. Wir kommen der Sache immer näher. Was ist das? Sarto. Da... Weiß nicht, vielleicht sogar Klamotten kaufen nicht. Da kann man sich Gemälde oder so, glaube ich, kaufen. Ich glaube... Ich weiß es nicht. Heiltränke. Ich habe frischen Schafsurin und Schafsurin. Volle Gesundheit. Medizin voll. Gift ist auch voll. Ah ja, viel besser. Ihr werdet sehen. So. Und jetzt haben wir schon über die Hälfte geschafft von den 500 Metern am Anfang. Oh, sogar noch über die Brücke rüber, die Holzbrücke. So, und jetzt sind es nur noch die finalen 90 Meter bis zum Ziel. Und dann haben wir es geschafft und werden die Story weiterführen. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, was jetzt auf uns zukommt. Ach...
das war ja wieder perfekt. Die sind ja in dem Palazzo hier. Ja, dann wird das nochmal eine schöne schwimmige Runde. Bis wir denn den Eingang haben. Na, können wir hier vielleicht... Ich glaube nicht. Aber ich kann so eine Abkürzung nehmen. Oder eigentlich eine Verlängerung, aber es dauert länger im Wasser da durchzuschwimmen. So, wer steht denn da, Hübsches? Da seid ihr ja. Kommt, Ezio. Ich möchte euch einen Geschäftspartner vorstellen. Agostino Barbarigo, zukünftiger Doge von Venedig, dank euch. Eine große Ehre, eure Bekanntschaft zu machen, Doge. Der Verlust eures Bruders tut mir leid. Er ist selbst schuld. Er wurde von den Borgia gekauft und bezahlt. Ein Fehler, den ich sicher nicht machen werde. Kommt, Ezio. Wir haben viel zu bereden. Wir haben Silvio Barbarigo gefunden. Er floh ins Arsenale. Ha! Floh! Er hat es besetzt. Mit 200 Söldnern an seiner Seite. Ihr seid der Doge. Könnt ihr ihn nicht befehlen, aufzugeben? Das Kollegium der 41 muss meinen Aufstieg erst noch bestätigen. Und der Streit mit Silvio hat die ganze Sache nur noch schlimmer gemacht. Er hat den Befehl über eine ganze Armee. Dann helft mir, meine eigene aufzubauen. Ich dachte mir, dass ihr das sagt. Bartolomeo Dalviano ist der Mann, den ihr sucht. Er und seine Männer hassen Silvio. Er wohnt mitten im Militärbezirk, südwestlich des Arsenale. Va bene. Ich gehe und suche ihn. Der neue Doge, ja. Eine unerwartete Wendung. Und Militärbezirk, wo ist denn der Militärbezirk? Da waren wir bestimmt noch nicht. Da haben wir noch eine Dings, aber ich wollte jetzt den Militärbezirk suchen. Bin ich blind? Das Gefühl habe ich. Militär. Da ist das Militärbezirk. Was ist das hier für? Rennen. Hier sind noch so kleine Aufträge. Achso, da kommen. Ja, das heißt, wir haben heute schon ziemlich viel gerannt und müssen noch mehr rennen. Oder sind heute schon ziemlich viel gerannt. So, hoch. Weiter, los. Ach, die Truhe ist voll. Das heißt, wir können da mal gelegentlich vorbeigucken. Wenn es sich mal ergibt. Wie fahre ich da denn am besten rüber? Ist da unten vielleicht ein Schiff? Ah, hier. Eine Kiste nehmen wir doch. Die nehmen wir doch satt mit. Und jetzt sehe ich es nicht anders. Wir müssen wohl schwimmen. Vielleicht schaffen wir es, das Boot noch zu kapern. Tja, ich wünsche ein angenehmes Bad. Ist das überhaupt richtig, wenn ich da lang fahre? So, ich würde jetzt da reinfahren. Das wäre total falsch. Ich müsste hier weiterfahren. Wenn ich da lang fahre. Gut, dann könnte ich vielleicht eben... Jetzt springe ich einfach ab. Nein, abspringen. So. Gut. Dann sind wir gleich... Ja, sind wir schon wieder 150 Meter nur noch entfernt. Dann sind wir schon im Militärbezirk. Mal sehen, ob wir da vermehrt Wachen sehen und so. Dahin. Nein, ich hätte den da hinten noch holen können. Hätte ich nochmal schön Geld gehabt. Oh, den hole ich mir jetzt. Den
Den krieg ich noch. Nein, zurück! Wache! Nehmt es und geht, Signore. Tötet nicht den Boten, guter Herr. Nehmt stattdessen meine Tasche. Natürlich. Achso, ich habe ihn noch markiert gehabt. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraucht. Tja, wir haben Glück, dass wir zweimal so welche gefunden haben. Hilfe! Hilfe? Mensch. Ich muss ja doch... Bitte! Hilfe! Muss ich aufs Haus? Das kommt mir erst so vor. Ach da, doch, ich muss aufs Haus. Ihr seid einer von Bartholomäus Männern. Was ist passiert? Wo ist er? Silvius Männer griffen an, brachten ihn tiefer in den Bezirk. Nördlich von hier. Requiescat in pace. Ein Krieger im Käfig. Bartolomeo da Aviano aus seinem Käfig befreien. Und wir haben Nacht. Warum ist da denn Sperrgebiet? Da müssen wir aber gar nicht hin. Ja, das war aber wieder ein grandioser Moment so. Er hat gerade noch so lange durchgehalten, dass er uns die Botschaft überbringen konnte. Und dann ist er dieser Welt entschritten. So. Nein, nee, das ist, glaube ich, gar nicht so schlau, wenn ich da hochgehe. Oh, eine Feder. Die nehmen wir doch gerne mal. Ah, man hört ihn schon. Naja, wir müssen ja nicht kämpfen. Wir holen uns da doch noch ein bisschen Hilfe. Ihr habt keine Ehre, keinen Mut, keine Tugend. Das Volk fragt sich, warum Venedigs Lärm verblasst. Ich werde dem Gnade erweisen, der die Courage hat, mich zu befreien. Ja, hab ich. Das wurde aber auch Zeit. Ich weiß nicht, ob ich euch küssen oder ohrfeigen soll. Vielleicht beides, zur Sicherheit. Ihr habt völlig recht. Wer seid ihr? Ich bin Ezio Auditore da Firenze. Ich bin hier, um euch zu retten. Mal sehen, wer am Ende wen rettet. Was meint ihr denn? Da unten! Haltet sie! Findet ihr ein Gesicht für meine Faust! Oh, mit dem Besen! Lass mich gehen! Schau dir, was du kannst! Jetzt müssen wir ihn nach Hause bringen. Wir sollten los. Korrekt. Da sind noch Köpfe zum Einschlagen. Vielleicht sollten wir versuchen, Konflikte zu vermeiden. Warum? Habt ihr Angst? Nein. Es ist nur, dass sie uns 100-1 überlegen sind. Achtet auf den Großen. Er wird Dante genannt. Die meisten von Silvius' Männern können nichts, aber er bedeutet Ärger. Wie ihr wollt, Bellamia.